Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem weiteren Q&A, wieder mit drei weiteren Mädels und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich auf jeden Fall sehr über eine positive Bewertung freuen und ja, viel Spaß mit dem Video. Ja, so, ja, ich bin sehr energisch und ehrlich. Super, super temperamentvoll. Wann hast du das letzte Mal geweint? Oh Gott, okay. Ich glaube, das letzte Mal geweint, zu dem Zeitpunkt von dem Video, weil das Video kommt auf jeden Fall ein bisschen später, war, heute haben wir Dienstag, das war am Freitag. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich genau letzte Woche, weil da habe ich eine Klausurphase gehabt. Also ich habe ja Blockunterricht in meiner Ausbildung. Eigentlich hätten wir so 7 bis 8 Arbeiten in einer Woche gehabt, aber der eine hat dann seine Arbeit noch verlegt zum Glück, also eine Woche vorher. Die andere haben nur die Drucker und eine wurde in 2 gefasst. Gute Frage. Ich würde mich jetzt nicht mehr wirklich dran erinnern. Es ist bestimmt schon so mindestens 1-2 Wochen her. Ja gut, also es ist eine recht persönliche Frage, weil ich habe, wie das letzte Mal, eigentlich geweint wegen meiner Oma. Weil ich fast einen Autounfall hatte, mehr oder weniger. Und ich einfach so geschockt war. Und als ich dann ankam in Köln, habe ich erstmal ein paar Tränen vergossen, weil ich so schockiert war. Auf jeden Fall hatten wir dann fast jeden Tag außer Freitag eine Arbeit. Und das war ziemlich stressig, weil das halt alles so auswendig Lerngebiete sind. Also ich habe halt oft so die Logik verstanden, außer bei Druck. Musste halt als auswendig lernen und ich kann nicht auswendig lernen. Es geht aber nicht. Also ja, deswegen war das ziemlich stressig und ja, da sind glaube ich auch bei mehreren die Tränen geflossen in meiner Klasse. Weil es ihr nicht gut geht und also beziehungsweise es ging ihr gar nicht gut. Man hatte halt Angst um sie, ob sie vielleicht das auch gar nicht überlebt. Aber zum Glück war das alles ein Fehlalarm. Zum Glück geht es ihr jetzt wieder besser und ja, also ich bin wieder glücklich. Ich könnte auch nicht mal sagen, bei welcher Situation ich das letzte Mal geweint habe, aber wahrscheinlich wegen irgendeinem Anime oder so. Aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr dran, also wahrscheinlich so vor irgendwie 1-2 Wochen. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl, welche wäre das? Was mir spontan einfallen würde, wäre glaube ich auf jeden Fall das erste Treffen zusammen mit Luca. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man darauf immer so zurückblicken könnte und davon einfach ein Video hat. Wir sind mittlerweile ein Jahr lang zusammen und damals waren es ja noch ganz andere Gefühle, als es heutzutage ist. Und ich glaube, deswegen wäre es nochmal umso cooler, darauf nochmal zurückblicken zu können. Wenn es um eine Erinnerung geht, wovon ich ein Video habe, was ich mir dann immer mal wieder angucken würde, wäre, glaube ich, irgendwas aus meiner ganz, ganz frühen Kindheit, woran ich mich persönlich einfach nicht mehr erinnern kann. Zum Beispiel, wenn ich mir Bilder angucke von meinem ersten Geburtstag, würde ich mich halt gerne irgendwie auch selber sehen und nicht nur auf Fotos. Ein Video, wo ich das erste Mal laufe oder ein Video, wo ich das erste Mal spreche, das wäre bestimmt mega interessant. Schwierige Frage. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich reite schon sehr, sehr lange. Ich würde gerne wissen, wie das für mich aussah, wo ich das erste Mal, so die ersten Male so auf dem Pferd saß. Ich habe da keine Videos, ich habe nur ein Foto von. Also wenn ich ein Video haben könnte von der Situation meiner Wahl, dann würde ich, glaube ich, eine lustige Situation nehmen und wenn am besten noch irgendwie mit Freunden oder mit der Familie, weil das, finde ich, immer noch lustiger ist. Oder was ich mir auch ganz cool vorstellen könnte, ist einfach ein Video aus der Kindheit. Irgendwie was, woran man sich nicht mehr erinnert, irgendwie ein cooles Erlebnis, irgendwas Besonderes oder so, wäre bestimmt auch ganz schön, das mal zu sehen. Oder Videos von meinen Großeltern, einfach weil, ja, ich nicht so viel von denen hatte, wo ich noch relativ jung war, gestorben sind. Und es wäre, glaube ich, ganz schön zu sehen, wie sie so als Menschen waren und nicht nur Fotos von ihnen zu haben. Wie ich mich da angestellt habe, dass ich meine Entwicklung da sehen kann. Hört sich jetzt nicht so spannend für euch Leute an, die nicht reiten, aber ich glaube, das wäre das Einzige, wo ich mal noch sehen würde. Also es fällt mir jetzt so spontan ein. Oder so ein Katzenvideo, halt irgendwas, das einen dann aufmuntert, was man dann in Situationen benutzen kann, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man gerade stressige Situationen hat. Also ja. Was ist eine deiner schlechtesten Eigenschaften? Oh Gott, okay, also meine schlechteste Eigenschaft. Ich glaube, ich weiß, ich sehr schnell genervt sein kann und ich auch ein bisschen so ein Dickkopf bin. Ich glaube, das ist eine schlechte Eigenschaft von mir. Also eine meiner schlechtesten Eigenschaften ist, glaube ich, mein krasses Temperament. Ich bin super, super temperamentvoll und kann manchmal mit meinen Gefühlen einfach nicht umgehen. Ich glaube, das kann ziemlich nervig sein, ja. Ich glaube, das ist eine meiner schlechtesten Eigenschaften. Eine meiner schlechtesten Eigenschaften ist gar nicht so schwer.
Und zwar rege ich mich viel zu schnell auf. Jeder, der mich kennt, wüsste es. Ich habe dazu auch einen Clip. Also, Sarah, wenn du den einblenden möchtest, kannst du es gerne tun. Könnt ihr mir jetzt schon sagen, Kai, du hast die Grunde sind vorbei, Regulator. Fickt euch einfach. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht. Die Runde ist jetzt vorbei. Die Runde ist jetzt vorbei, Kai. Die Runde ist vorbei, weil Nils ist und Regulator ist auch. Wenn ich in einer stressigen Situation bin oder überfordert bin oder man mir ins Gesicht lügt oder wenn ich weiß, jemand lügt gerade mir ins Gesicht und ich kenne die Wahrheit, dann werde ich ein bisschen energischer, wenn ich mir halt dumm vorkomme, also wenn ich mir ausgenutzt vorkomme oder verarscht werde und ich merke es halt, dass ich gerade verarscht werde, dann werde ich oft sehr impulsiv. So innerlich weiß ich zum Beispiel, dass ich gerade auch einen Fehler gemacht habe. Ich weiß es auch, aber manchmal fällt es mir dann doch nochmal schwer, mich zu entschuldigen, wobei ich andererseits aber mich auch zu oft entschuldige. Also irgendwie ist es so ein, ja, ich entschuldige mich schon, aber es fällt mir sehr schwer und trotzdem bin ich irgendwie ein Dickkopf. Ja, ich glaube, das ist so eine schlechte Eigenschaft bei mir, dass ich halt sehr schnell genervt bin. Das nervt mich aber selbst auch, dass ich so krass schnell genervt bin, weil... Ach. Ich rage wirklich viel zu schnell, wenn ich verliere oder irgendwas anderes. Ich muss mich immer aufregen und ihr müsst euch echt wirklich diesen Clip anschauen. Ich bin sehr energisch oft und auch ehrlich. Und wenn ich mir dann dumm vorkomme oder mir jemand ins Gesicht lügt und ich die Wahrheit kenne, dann wäre ich halt auch ziemlich direkt und ehrlich und sage es denen ins Gesicht. Also ich bin ziemlich direkt, was sowas angeht. Auch jetzt Lehrern gegenüber. Also wenn mir das nicht passt, dann sage ich das schon sehr schnell und direkt. Wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen dürftest, welches wäre das? Ja, auf jeden Fall Pizza. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Pizza über alles liebe. Ich kann einmal reinschreiben, was bei euch so das Lebensmittel wäre, was ihr für den Rest eures Lebens denn essen wollen würdet. Wobei jetzt bestimmt viele sagen, dass Pizza richtig dumm wäre zu nehmen, weil es auch so ungesund ist. Aber ich bin einfach ein ungesunder Mensch. Das ist sehr schlecht, aber ja. Ein Lebensmittel. Also normalerweise würde ich Döner sagen, aber das ist ja nicht nur ein Lebensmittel. Deswegen muss ich kurz überlegen. Was, nur ein Lebensmittel? Also wenn ich mal genau nachdenke, sind ja eigentlich Kartoffeln sehr gute Lebensmittel. Aus dem Grund, die halten länger. Du kannst aus denen einiges machen. Du kannst Kartoffelbrei machen. Du kannst zum Beispiel Pommes machen. Du kannst so andere... Kartoffelpuppe ein und ich glaube, da brauchst du auch noch andere Sachen dazu, aber keine Ahnung, du kannst halt mehr draus machen als irgendwie nur Nudeln und du wirst halt satt von. Das ist schwer. Ich mag nämlich jedes Essen, also ich mag alles eigentlich auf der Welt, außer Lakritze oder irgendwelche Innereien. Aber wenn ich nur noch ein Lebensmittel essen würde, dann, ich glaube, Reis, weil mit Reis kann man viel machen. Kann, bei mir wird halt echt eine Pizza in Frage kommen. Oder... Im Restaurant Hähnchenbrustfilet mit Hollandaise, das ist auch geil. Aber dazu brauche ich meine Pommes und dann sind es halt wieder mehrere Sachen. Ich würde mich für Pizza entscheiden. Zählt das eigentlich so als einzelnes Lebensmittel oder geht das nicht? Egal, dann wir beschränken es auf jeden Fall auf eine Mahlzeit. Keine Ahnung, ob ich gerade scheiße laber. Ich glaube Brot. Brot ist, finde ich, mega underrated. Oder Kartoffeln, das ist total deutsch, aber ich liebe Brot und Kartoffeln. Aber ich glaube, ich würde mich für Brot entscheiden, weil Brot ist echt eigentlich geil. Vor allem warmes Brot. Aber eine Pizza zum Beispiel kannst du ja auch nicht nehmen, weil da müssen ja auch noch andere Lebensmittel mit drauf. So, also ist ja eigentlich Kartoffel Schlauchsinn, oder? Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas Süßes nehmen würde, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Nutella-Brot, dann würde ich irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Ich glaube, ich würde auch irgendwann keinen Bock mehr auf Reis haben, aber das kann man dann halt noch essen, so. Erzähle eins deiner peinlichsten Erlebnisse. Oh Gott, okay. Eine Sache, die habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben irgendwo erzählt, ist, im Kindergarten hatten wir immer so unser eigenes Kissen mit. Und da war da oben so ein Netz. Und immer, wenn man so einen Sitzkreis gemacht hat, dann wurden halt die Kissen darunter geholt und man hat sich so auf sein Kissen gesetzt. Ich weiß noch, ich hatte so ein Weihnachtskissen und das hatte ich, glaube ich, das ganze Jahr über immer. Eins meiner peinlichsten Erlebnisse war auf jeden Fall, wo ich bei der Nachbarschule war. Also ich war auf einer Oberschule in Brandenburg und neben uns war ein Gymnasium und ich hatte Freunde auf dem Gymnasium und war dann bei denen in der Cafeteria. Es gibt viele Sachen, die peinlich gewesen sind, aber ich glaube, diese Sachen hat man sich eher so ein bisschen weggeschoben, dass man, ja, man will ja nicht danach nachdenken an diese peinlichen Erlebnisse. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Ich glaube, auch meine Handballmannschaft wird es nie vergessen. Das wird mir immer noch vorgehalten.
Aber also man weiß ja, wenn man mich kennt, dass ich ziemlich verpeilt oder vergesslich bin und manchmal auch Sachen so, die so offensichtlich sind, verwechsel. Und wir hatten halt ein Handballspiel. Das Ding ist, wir fahren eigentlich immer als Fahrgemeinschaft, aber an dem Tag meintest du ja, nee, das ist besser, wenn ich direkt fahre. Ich weiß, vor einmal ist mir dann Pups rausgerutscht und mir war es richtig peinlich. Und dann habe ich so meine Sitznachbarin angeguckt, so von wegen, sei es ja sie es gewesen, weil ich voll assi ist. Aber mir war es so unangenehm und alle haben einen so angeguckt. Aber ich weiß nicht mehr, ob die dann mich angeguckt haben oder meine Sitznachbarin oder keine Ahnung. Mir war es auf jeden Fall richtig peinlich. Ich bin dann mit einer Freundin zusammen auf die Toilette gegangen. Und wir wollten einfach mal aus Interesse wissen, wie so ein Behindertenklo von innen ausschaut. Und wir sind dann halt reingegangen, haben uns das angeguckt. Und da war halt eine Strippe und ich dachte halt, die wäre zum Spülen. Und habe daran gezogen und ist nichts passiert. Und wir sind halt einfach rausgegangen und dachten so, ja, vielleicht ist das defekt. Und als wir dann rausgekommen sind, war ein mega, mega lauter Alarm. Und alle Leute haben dort geklatscht, weil sie wussten, dass ich das war, die dort auf der Toilette war und diese Strippe da gezogen hat anscheinend. Und dann musste der Hausmeister kommen und den Alarm deaktivieren. Das war extrem peinlich. Ich weiß, nur einmal war ich mal auf so einem Fest. Das war bei mir, wo ich früher gewohnt habe. Und da waren wir noch Kinder und dann bin ich da rumgerannt. Und dann habe ich da eine gesehen mit so blonden Haaren. Und ich dachte wirklich, das ist eine aus meiner Klasse. Ich bin dann zu der hingelaufen und habe gesagt, hey Sarah, so hieß die. Ja, okay, die ist auch Sarah. Und dann war es aber nicht die. Und dann hat die mich so verdutzt angeguckt, wer bist du? Ich so, Entschuldigung. Und bin schnell weggerannt. Das war peinlich. Also ich bin zur falschen Halle gefahren. Und dann stehe ich so da, frage so, ja, wo sind alle? Ruf meine Freundinnen an. Habe ich halt rausgefunden, dass ich in der falschen Halle bin. Und ich renne. Also ich war dann zu spät und dann bin ich zu einer anderen Halle gefahren. Aber das war die falsche, okay? Also ich war bei drei Hallen am Schluss. Und bei der zweiten Halle bin ich so, ich hatte so meine Sporttasche, halt voll im Gammel-Look, weil das beim Handballspielen halt so, ich weiß, ist noch genauso so peinlich. Und ich bin so mit meiner Sporttasche und Jogginghose und alles Mögliche. Und ich renne so in diese Halle rein. Und dann war da so eine Ballettveranstaltung, aber komplett alle mit Anzug, schicken Kleidern. Und alle drehen sich um und gucken mich an. Das war so peinlich, weil das fällt halt schon ordentlich auf, wenn man da in so Jogginghose und so Sportanzug reinkommt und da alle so mit Anzug und Tütü sind. Und dann guckt mich so ein Mann an und ich so, hä, ist hier nicht ein Handballspiel? Und der so, nee, hier ist eine Ballettvorstellung. Fuck, gibt's hier noch eine Halle? Und dann der so, ja, ein bisschen weiter hinten. Und dann bin ich halt zu der Halle gefahren und dann war's da. Aber ich komm rein und das Spiel war 5 Minuten vor Spielbeginn oder so. Und dann habe ich mich noch in so einer Vorhalle, also in so eine Vortür umgezogen. Das war ziemlich unangenehm, weil ich erstens komplett am falschen Ort war, zweitens hat meine ganze Handballmannschaft auf mich gewartet und drittens bin ich dann noch in dieses behinderte Dings reingeplatzt und seitdem, wenn wir halt an dieser einen Halle haben, haben alle so dieses, ja, wo ich die Wörter vertauscht habe, weil ich jetzt nicht sagen, wo es war. Ach ja, ziemlich peinlich. So Leute, das war's auf jeden Fall auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.